Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg aus Patch 9.1 und zwar finden wir den einmal unter Erkunden und dann Shadowlands. Der Erfolg heißt Schergen der eisigen Finsternis und für dieses Achievement müssen wir alle unten aufgelisteten Begegnungen mit den Peinigern von Torghast im Schlund abschließen. Keine Sorge, ihr müsst nicht nach Torghast rein, sondern wir können im Schlund einfach die Event spielen und dann immer den Boss töten. Das sind ja einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück sind das. Und diese Bosse kommen immer in dem Event-Ereignis Peiniger von Torghast. Wann erscheint dieses Event? Also ihr seht, hier auf der Map kann man es einsehen. Es startet jetzt in 8 Sekunden, es zählt dann erst ein bisschen runter und dann startet das Event. Alle 2 Stunden kommt dieses Event genau zur vollen Uhrzeit, also zur vollen Stunde, aber immer zu ungeraden, also zu den ungeraden Stunden. Heißt, um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr, um 7 Uhr, um 9 Uhr und so weiter. Ne? Heißt, alle 2 Stunden kann man einmal das Event machen. Um Punkt geht, ploppt das Event quasi einmal auf, wie ihr es hier gesehen habt. Dann geht ein 2-Minuten-Timer, dann kann man erstmal hinlaufen, ist ganz entspannt noch. Ihr seht es übrigens erst, wenn ihr in Torghast seid, wenn ihr in, nicht in Torghast, wenn ihr in Schlund seid, wenn ihr in Venaris Zuflucht steht oder in Cortia, dann seht ihr es leider nicht. Also ihr müsst tatsächlich in der Zone sein. Dann lauft ihr quasi zum Event hin, dann spawnen da ein paar Mobs und am Ende taucht dann ein Boss auf und zwar ist das einer von diesen. Heißt, ihr könnt alle 2 Stunden einen von diesen Bossen mitnehmen. Jetzt ist es so, dass auf allen Servern der gleiche Boss spawnt. Also ihr könnt hier nicht dann Server hoppen und alle möglichen Bosse in einem Aufwasch abklappern, sondern ihr könnt leider immer nur einen Boss dann bekommen und dementsprechend dauert das einige Tage, bis ihr alle habt. Die haben übrigens auch eine Rota quasi, die, also es ist nicht so, dass jedes Mal random ausgewürfelt wird, wer kommt, sondern die kommen in einer Rotation durchgehen. Jetzt hat man natürlich wahrscheinlich mitten in der Nacht keine Zeit, die mitzunehmen. Dementsprechend wird es, bei mir hat es jetzt 2 Wochen gedauert, bis ich mal alle bekommen habe, bin dann extra mal früher aufgestanden und habe quasi den einen oder anderen mitgenommen. Die Events machen aber sowieso Sinn, dass man sie spielt, denn ihr bekommt einmal pro Woche eine Kiste raus, also beim ersten Mal in der Woche kriegt ihr eine Kiste von diesen Rares, da kann ein Mount drin sein, dieses silberne Handmount, wo ich auch schon Video-Guide zu gemacht habe, beziehungsweise für jeden von denen, die man in der Woche tötet von diesen Rares, gibt es dann auch nochmal ein bisschen extra Loot, man kriegt Soul Ash raus, man kriegt ab und an noch extra Ruf, also das lohnt sich auch so, diese Events immer mitzunehmen. Einmal die Woche sollte man auf jeden Fall machen und sonst, wenn man gerade hier unterwegs ist, dann kann man den noch mitnehmen, kriegt ein bisschen Zusatzbelohnungen tatsächlich noch. Ja, wenn man das jetzt natürlich fahren, dann sollte man vielleicht jede 2 Stunden da gucken, dass man einmal hier aufschlägt, schaut, welcher da ist. Wenn ihr da nicht zum Beispiel irgendwie was unterbrechen wollt, dann könnt ihr auch Leute fragen, die bei einem Event gerade dran sind, welcher Boss ist ab und dann, wenn es vielleicht auch schon einen Ticken später ist, die haben den Boss schon umgehauen, gibt es dann immer noch die Möglichkeit, dass ihr hier einmal unter Benutzer definiert reingeht, Tormentor eingibt und dann gibt es auch immer noch Gruppen, vor allem später abends, wie ich jetzt gerade unterwegs bin, wo vielleicht auf dem Server kaum Leute da sind und dann kann man einfach reinjoinen und dort den Boss noch mitnehmen, also das bis 10, 15 Minuten nachdem das Event gespawnt gibt es immer noch irgendwelche Low-Server, wo man quasi den Boss mitnehmen kann. So, wenn ihr wie ich ja immer mal wieder zu spät dran seid und knapp die Bosse verpasst, ist das so ein kleiner Tipp. Genau, ihr seht gerade hier füllt sich der Balken, da muss man einfach hier so Mobs töten. Die sind meistens dann auch ein bisschen hervorgerufen, also die leuchten dann in so komischen Farben, meistens so bläulich-grünlich. Sind dann Event-Mobs und wenn genug getötet worden sind, dann kann man quasi, oder dann taucht der Boss auf, den könnt ihr dann umhauen. Kleine Information, manchmal buggt das Event auch, das habe ich ein paar Mal auch schon gesehen, dann gibt es keinen Balken. Wenn die Mobs da sind, diese komisch leuchten, dann kann man quasi den Balken trotzdem füllen, der wird dann bloß nicht angezeigt. Manchmal buggt das Event aber komplett und es spawnen weder die Mobs noch der Boss. Das ist natürlich bitter, ich bin einmal extra bis spät abends aufgeblieben, wollte noch einen Boss mitnehmen und dann hat das Event gebuggt, das ist natürlich immer richtig ätzend. Ich denke mal, im Laufe der Zeit wird Blizzard vielleicht ein bisschen gefixt kriegen, hoffe ich zumindest, aber sonst bleibt nichts anderes über, als dort ja, zu hoffen, dass es bei euch nicht buggt. Gut, das sind eigentlich soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Wie gesagt, die haben eine Rotation, also es ist nicht so, dass die komplett random spawnen. Da könnt ihr euch ein bisschen gucken, wer wann da war. Ich weiß,
bloß leider nicht, wie die Rotation genau ist. Das kann ich euch im Moment nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass es eine Rotation gibt. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich dennoch ein bisschen zumindest weiterhelfen. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.